get ready to Ravioli Rumble with Super Punch-Out! Yeah! Ich bin der Cracky von Ravioli und wir zocken dieses Spiel jetzt einfach mal durch. 120 D-Mark hat das damals gekostet, vor circa 15 Jahren. Und ich plopp das jetzt mal in mein Super Nintendo und lasse Fäuste fliegen. Viel Spaß dabei. Yeah! So, hier befinden wir uns auf dem Titelscreen von Super Punch-Out 1994 Nintendo. Awesome! Und er will auch gleich schon die Demo starten. Aber ich drücke Start. Da ist er wieder. Gutes altes Super Nintendo Pad. Damit geht die Post ab. Und wir erstellen uns jetzt mal ein neues Spiel. Man kann bis zu 8 Profile anlegen. Und wir zocken jetzt im Namen von Ravioli volles Programm. So. Wir können hier die Modi auswählen. Gibt es halt den Championship-Modus. Das ist auch das, wo wir gleich reinsteigen. Aber kurz zeige ich euch mal hier den Button-Setting-Mode. Da kann man nämlich die Steuerung konfigurieren, wie es einem lustig ist. Was auf jeden Fall eine sehr nette Sache ist. Ich lasse es aber so, wie es ist. Mit Y macht ihr den linken Schlag, mit B den rechten und mit A kommt der Knockout-Punch. Das ist euer Powerschlag. So. Ja, hauen wir mal rein, ne? Miner Circuit, jetzt geht's ab. Gabby J. Aus Frankreich. Jeder Gegner wird dann immer so kurz angekündigt mit einem, einem Theme, was vor sich hin dudelt. Und der Gegner schmeißt euch noch irgendwas entgegen. Also er hätte gerne, dass wir ihn gewinnen lassen. Nee, das will ich zu verhindern wissen. Ja, Punch-Out halt, ne? Boxen, volles Programm hier. Voll auf die Fresse, jetzt geht's ab. Ich kann hohe und tiefe Schläge ausführen. Dem guten Mann ins Gesicht hauen. Und wenn unten diese Leiste voll ist, dieses blinkende S, wenn ich so weit komme, kann ich Superschläge ausführen. Die mache ich dann mit A. Und kann ihm voll eins verpassen. Jetzt schiebt's den Mann schon auf die Bretter. Er wird angezählt. Ich könnte jetzt meine Energie aufladen, indem ich hier auf den Buttons rumtrigger, wie blöd. Aber das habe ich nicht nötig, weil er mich ja nicht getroffen hat. Ja, come on. Komm du doch her. Bam, hast hier einen gefangen. Voll in die Bauchgegend. Man kann den Superschlag auch tief und hoch ausführen. Wenn man den tief ausführt, dann ist der nach rechts. Also ist das eine tiefe linke. Und wenn man den hoch ausführt, ist das ein schöner Uppercut, so mit der rechten. Geht voll ab. So, nach dem Kampf gibt es Punkte für verbleibende Restzeit und so weiter und so fort. Weiter geht's, nächster Kampf. Bear Hugger hat es ja auch ins neue Punch-Out für die Wii geschafft. Dazu gibt es von uns auf jeden Fall auch noch ordentlich Berichterstattung, weil das nämlich ein sehr gelungenes Remake ist. So. Aber jetzt hier weiter. Watch out, I'm a killer, I'm the bear hugger. Der umarmt gerne Bären. Und er hat einen Baum als Brustbehaarung. Urr, urr, urr. Ja, komm her. Komm ruhig. Wow. Ja, wenn man einen bear hugger auf die Deckung haut, haut er von oben und man muss sich wegducken. Es gibt nämlich auch drei verschiedene Möglichkeiten auszuweichen. Das ist halt zum einen das Ducken, dann nach links und nach rechts. Ja. Und man kann noch Schläge blocken. Das würde bei diesen Agro-Angriffen von ihm aber nicht funktionieren. Den könnte ich nicht blocken, weil der haut ja einem wie Bud Spencer volles Pfund auf die Ohren. Da hätte ich keine Chance gegen. Aber ich habe ihn schon auf die Bretter geschickt. Er wird angezählt. Er ist K.O. beim ersten Mal. Ich bin schockiert. Da war das Gewicht, das Eigengewicht dann doch ein bisschen zu groß. Und nach 20 Sekunden hat er den Boden geküsst. Yo, new record. Awesome. Wer sagt's denn? Das war richtig gut. Sieht man mal. Ich bin sogar in der Liste drin. Daniel, das ist mein imaginärer alter Charakter. Und der Maniac, das war der Mattis. Und der Stefan ist auch dabei. Awesome. Ravioli hat's in die Top 10 geschafft. Da habt ihr das schon gesehen. Nettes Feature, das mit diesen Bestzeiten.
dass die aufgelistet werden. Und hier Piston Hurricane. Can you ride out the storm, caught by the hurricane rush? Sicher, pass mal auf, was ich jetzt mache mit dir. Der ist ein bisschen nachempfunden, dem Piston Honda aus dem allerersten Punch-Out auf dem NES. Aber den machen wir jetzt einen kurzen Prozess hier. Wir hauen einfach immer links volles Pfund drauf und mit dem richtigen Timing hätte ich ihn jetzt voll erwischen können. Habe ich aber leider nicht. Manchmal torkeln die Gegner so weg. Und wenn man sie dann mit einem Superschlag erwischt, kurz bevor sie wieder mittig vor dir stehen, haben die keine Schnitte und sind voll im Eimer. Dann kann man diesen Mann nämlich auch in 6 Sekunden besiegen. Das geht hier alles furchtbar schnell, ihr merkt das schon, nehme ich an. Das ist auch einer der größten Unterschiede gegenüber dem allerersten Teil auf dem NES, dass es hier nur eine Runde gibt mit 3 Minuten. So. Und wenn diese 3 Minuten vorbei sind, habt ihr verloren. No chance. Das war kein Rekord, das waren 4 Sekunden zu langsam. Bob Bull ist auch im aktuellen Teil drin. The Bull Charge. Jo. Kommt aus Türkei. Ein krasser Muskelprotz mit weiß-grüner Hose. Und hier sieht man, ich habe das erste Mal einen Schlag gefangen. Unpackbar. Man sieht ja, wie er seine Schläge ankündigt. Und jetzt habe ich ihn genau richtig erwischt beim Torkeln. Perfekt. Man sieht ja, von wo die Gegner schlagen. Und man hat hier bei Super Punch auch dann die Möglichkeit, den Gegnern sogenannte Konterschläge zu verpassen. Und die treffen sie immer besonders hart. So, das war jetzt unten. Das war unten. Da war ich aber zu spät dran. Das ist oben. Zack. Man hört es. Er gibt es dann auch von sich. Er findet das nicht amusing. Und in dem Bauch. Die Animationen sind tierisch geil. Und das ist echt lustig geworden. So, Trigger! Ich brauche wieder Energie! Komm her! Er ist wieder aufgestanden. Oh mein Gott. Oh nein! Ha! Das war sein Bullcharge. Er hoppelt auf dich zu und verpasst dir einen Haken, der dir einfach die komplette Energie absaugt. Aber man kann Bob Bull einen schönen in den Magen geben und dann ist er weg. Aber das Timing ist hier einfach absolut entscheidend. Ich generell sagen muss, das Super Punch-Out auf dem Super Nintendo ist viel Arcade-lastiger. Das sieht man, das war auch eine gute Zeit, aber der Killer hat sogar in 10 Sekunden geschafft. Unpackbar, das war ich glaube ich auch. Und ich bin sogar in den Top 8 für diesen kompletten Circuit. Alle 4, dann werden die Punkte addiert. Krass, voll die Leistung. So, wir haben den ersten Gürtel. Ja! Sieht man nochmal alles in der Übersicht. New Champion Ravioli. 4 Siege, 0 Niederlagen. Jetzt kommt der Major Circuit. Geht's direkt weiter, Schlag auf Schlag hier. Bob Charlie aus Jamaica. Themes sind ziemlich cool. People who can't feel the rhythm are so lost. Do you have the rhythm? Yeah, Bob Charlie, I've got the rhythm. Pass mal auf. Was will er einem damit sagen? Sehr geil. So, jetzt versuche ich ihm hier auch die volle Konterdröhnung zu geben, ihn gar nicht seinen Kampf entfalten zu lassen. Da sieht man es, er torkelt schon weg. Wenn ich ihn jetzt erwische, das war zu spät. War trotzdem gut. Und BÄM! Super Schlag in your face! Das ist halt auch anders. Sobald dieser Balken unten voll ist, kann sich dieser nur wieder leeren, indem man selber getroffen wird vom Gegner. Dann geht der Balken wieder runter. Im allerersten Punch-Out und auch im neuen Punch-Out auf der Wii läuft das ja so, man muss sich Sterne ergattern, damit man überhaupt Superschläge machen kann. Dafür ist der Superschlag dort aber auch eine gute Ecke mächtiger. Hat er mich erwischt. Aber jetzt ist er TKO. Dreimal in einer Runde platthauen, TKO, technisches KO. Da bricht der Ringrichter lieber den Kampf ab, den man hier leider nicht sieht, nur hört. Ja, ich erkläre hier viel durcheinander. Das heißt, es liegt daran, ich bin sehr begeistert von diesem Spiel. Und schon wieder ein New Record. Was geht ab heute, Leute? 4. Platz! 15 Sekunden war der bisherige. Dragon Charm! You will find yourself face down when you wake up. Das wollen wir mal sehen, du. Nase, du. Ist voll der Karate-Kid. Und es gibt ja hier keine Regeln bei Punch-Out. Das heißt, die Leute dürfen das, was sie mitbringen in den Ring, ruhig anwenden. Ob das jetzt Kickbox-Einlagen sind oder was auch immer. Dragon Chan fliegt hier nämlich ganz gerne bei Gelegenheit dann auch mal einfach komplett durch den Ring von Ringseil zu Ringseil und verpasst euch Kicks. Da müsst ihr dann auch zusehen, wie er ausweicht.
Aber ich verpasse ihm jetzt hier gerade diese Rapid Punches. Das sind nämlich auch Superschläge. Da müsst ihr einfach nur zweimal den Superschlag-Taste schnell nacheinander drücken. Da sehen wir's. Kick. Aber ich bin ausgewichen. Und noch ein Kick. Oh, ich bin aus. Nein, hat er mich erwischt. Seht ihr das? Das passiert. Ganz schnell. Dann geht's auch wieder darum, triggern, um aufzustehen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Huh. Ein bisschen die Schnauze hier. Da gibt's mal ein bisschen Gameplay in your face. Ja, Yoga hier, oder was? Wenn ich aufpasse, ist es ganz schnell vorbei. Jetzt kommen auch wieder Kicks hier. Hallo? Gibt's Superschläge im Magen. Und noch einen. Jawoll! Flieg gegen den Pfosten. Gegen den Nintendo-Pfosten. Bleib liegen. Nein, er steht nochmal auf. Bams! Was wir gerade sehen, meine Handschuhe blinken. Was es damit auf sich hat, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob das nach einer bestimmten Anzahl... So, nächster Gegner. Masked Muscle! Der maskierte Ritter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Wrestler mit seiner Hose da. Bams! Ausgewichen. Ja. Und man sieht das, die kündigen immer schön an. Da wollt ihr mir in die Augen spucken, dann wäre das ganze Spiel verschwommen gewesen. Das will ich euch aber jetzt nicht demonstrieren. Das dürft ihr ja selber erfahren, wenn ihr wollt. Denn das Spiel gibt es ja auf der Virtual Console. Und ist ein definitiver Kauftipp, ganz klar. Ah, da hat er mich erwischt. Also für Leute, die einigermaßen was mit so, ja, Arcade-lastigen Gameplay anfangen können, was halt sehr reaktionsbasierend ist und einfach die lustigen Animationen erleben wollen, dann wollt ihr mir schon wieder in die Augen spucken. Und die Leute, die ansatzweise was mit Boxen anfangen können, ich bin im echten Leben kein Box-Fan, aber hier im virtuellen Punch-Out-Leben bin ich total begeistert. Ausgewichen und in den Bauch! Da zeigt er die Zähne. Auch sehr geil ist, wenn man selber hinfliegt, dann fliegt einem der Mundschutz weg. Also wieder aufgestanden bei 5. Jetzt blinken meine Handschuhe wieder. Jetzt geht das voll ab. Das war's dann schon. Masked Muscle ist Geschichte. Wir bahnen uns hier den Weg großartig in höhere Regionen. Aber wieder kein Rekord. Das war wieder zu schlecht. Der Champ hier im Major Circuit, Mr. Sandman. Had you a good night kiss? Nee, mich küsst keiner mehr. Cause I'm about to put you down for the night. Okay. Kann mir jemand irgendwie hier was geben? Ich muss ins Bett. Man könnte sich ja jetzt bei Sandman hier denken, der würde irgendwie mit Schlafsand um sich schmeißen oder sowas. Aber... er bringt jetzt keine unfairen Mittel dabei mit, sondern er ist einfach nur ein verdammt guter Boxer. Und wie wir gesehen haben, ich hatte gerade nicht genügend Zeit, den Superschlag auszuführen. Da, schon wieder. Wow. Die Gegner kündigen halt immer auf andere Art und Weise an, was sie jetzt als nächstes machen. Rapid Punch in your face, Sandman. Und triggern, das Super Nintendo Pad, das ist doch gut genug. Oh, da wollte er direkt aufstehen, ist wieder hingeflogen. Bei 8 ist er aber noch hochgekommen. Ah, den konnte ich nicht blocken. Wir haben es gerade gesehen. Ich habe die ersten Schläge blocken können. Ihm seine rechte war dann aber zu kräftig. Und in den Bauch. Die Animateure. Die Leute, die die Animation gemacht haben bei Nintendo, die haben da eine großartige Arbeit geleistet. Jetzt bekommt er Anweisungen von seinem Trainer. Das können wir rechts lesen, wenn man denn so multitaskingfähig ist. Er soll mir jetzt die Full Power geben, Champ. Ja, mach mal. Gib mal deine Full Power. Ich glaube ja nicht, dass das ausreicht. Denn du bist jetzt Geschichte, Sandmann. Leg dich hin und schlaf eine Runde. Hier, Piece of Cake, yes. Das hat ein berühmter Videospielcharakter auch mal gesagt. Gestartet. Das war leider jetzt nicht in der Top-Liste drin. Aber wir haben eine Major Circuit Clear. Yeah! New Champion Ravioli.
Awesome. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Teil von Durchgezockt von Super Punch-Out auf dem Super Nintendo. Yeah. Bis dann. Und herzlich willkommen hier zurück zum... Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Teil von Durchgezockt von Super Punch-Out auf dem Super Nintendo. Yeah. Bis dann.